Herzlich willkommen in einem neuen Mittelalter. Teil. Wir schauen, was passiert und gucken weiter zu. Aufgestanden, ein neuer Tag. Wir müssen noch zwei Wölfe und sieben und drei. Ein neuer Tag. Wir müssen sieben und drei. Aber irgendwas stimmt nicht mit dem Ton. Bap. Jetzt müsste der Ton auch richtig da sein. Wir schauen mal, ob er bei euch kommt. Nun aber geht es wirklich los. Stinken nicht, es ist eisekalt, 15 Grad. Bei 15 Grad können wir uns erstmal ins Wasser gehen. So. Wir brauchen wie immer Holz, weil die Guten nicht sammeln gehen. Nochmal etwas Holz sammeln. Aber auch das geht schnell. Damit die glücklich sind. Sammeln noch schnell Schilf ein. Ist ja gut gewachsen im Sommer. Und wieder weiter. Dann gehen wir erstmal schnell ins Brennen. Sehen wir, ob wir vorbei rennen. Gehen wir die Stöcke auch noch mit. Damit wir schöne Stöcke haben. Ich weiß nicht, was sie damit machen. Aber wir schicken mal rüber. Auch gucken nach. Und sie haben Stroh für 2,5 Stunden. Was auch immer, das bedeuten soll. Was nachher? Kein Stroh. Ausbauen. Ja, die Stöcker.
das Holz. Wir brauchen leider sehr viel davon. Jetzt haben wir ja Meter. 73. Das reicht vielleicht 10 Minuten. Dann haben die Weiber des Dorfes es gleich wieder verbrannt. Oder was auch immer sie damit machen. Ich kann es euch nicht sagen. 2,3 Stunden haben wir jetzt. Stecker. Alle Stöcke rüber. Wie lange meinen Sie jetzt, können Sie damit leben? 2 Stunden. Immer noch. Wir gehen mal ein. Ein einfaches Haus, wir brauchen 8 und zack. Dieser Baum sieht schön aus. Und deswegen fällen wir ihn. Achtung, Baum fällt. Nachher auch ganz viele brauchen, können wir gleich mal sammeln. So. Sieben Rundhölzer liegen hier noch drin. Können nicht mehr laufen. Wir können auch ganz langsam laufen, aber es ist wirklich ganz langsam. Und wir gucken mal, wo wir das Häuschen hinbauen können. Ich hätte es ja am liebsten hier hingebaut, aber hier geht's nicht. Ja, das ist super neben der. Also müssen wir weiterlaufen und ein neues Plätzchen suchen. Ja, wir schleichen und schleichen. Ich Männchen, Schleicher. Oh. Platziert. Wunderbar. Hammer ist. Den Bauerhammer haben wir hier. Ich muss mal ganz kurz den Ton ein bisschen leiser machen. So. Und den Hammer auf die 3. Und jetzt brauchen wir Stöcker. Haben wir ein paar Stöcker dabei.
Und weiter geht's mit dem Bauen. Ganz kurz verschnaufen und bauen weiter. Oh, wie ich gerade feststelle, ging uns gerade unter. Bauen wir kaputt. Aber wir hatten ja hier schon vor. Und bapp. Das ist mein Bauerhammer. Und wir schleichen mal nichts weiter. Wir legen mal einen Baum ab und gehen ein bisschen schneller. Was wir natürlich noch machen müssen, ist gleich zu unserer Liebsten zu gehen und gucken, wie es heute so geht. Stecker können wir gleich wegpacken, da wir sie nicht brauchen mehr. Und wir nehmen nochmal schnell das Stroh raus und können das Dach machen. Gut. Und dann können wir wieder sammeln gehen. Da noch ein paar Rundhölzer. Zack. Ab und heute nehmen wir alles schön mit. Und zurück zum Häuschen. Und
und zurück zum Häuschen. Dumm, dumm, dumm. Wieder. Leider müssen wir wieder schleichen, aber es hilft alles nichts. Also wieder zurück. Zwei liegen hier noch. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir. Und hier ist der Kiefer. Schön vorbereitet. Manchmal geht es doch schneller, als man denkt. Wir haben noch Stroh dabei, Stücke auch. Einfaches Haus abgeschlossen. Wie sieht das denn drin aus? Ach, schön. Gemütlich. Vier Betten. Für eine WG. Wir packen mal Strom alles rein, den Stecker alles rein. Machen. Ich habe Stecker reingepackt und es ist weiter unten. Es ist Winter. Wir frieren.
So, und zurück. Heido, du wolltest doch bei mir einziehen, hast du gesagt. Na dann, viel Spaß. Und Abflug mit dir. Nicht faul rumsitzen. Arbeiten. Bitte. Und Arbeitsplatz gleich mal zuweisen. Jagd. Was soll sie denn machen? Landwirtschaft ist doof. Craft and Survival. Die Werkstatt. Obwohl. Ich guck mal ein bisschen hoch. Paul. Im Ressourcenlager kann sie gut immer arbeiten. Und hoffen auf die Ressourcen. Ich hoffe, sie kriegt das hin. Oh, eine Quest. Du, Edwin, was hast du denn? Viele gefährliche Tiere. Na gut. Nächtliche Jagd. Warte auf den Abend. Okay. Da liegt ein Stock. Nehme ich mit. Danke. Kennen wir eigentlich schon. So, jetzt stehst du hier. Die Zeit. Wie geht's dir? Zack, Steine, Öffnen, Leder, die Pferde noch. Wo treibt die sich denn schon wieder rum? Du sollst nicht schlafen? Ach hier. Hopp. Ich hab Arbeit für dich. Los, hopp, hopp, hopp. Oh, die will aber nicht mit mir reden. Schade. So. Thank you.
da, sondern hier. Ein Lack, zwei. Und packen wir alles rein. Papp. Papp, alles wieder rüber. Mikromanagement ist hier echt. So, was haben wir hier? Dünger machen wir auch rüber. So, und alles rüber. Gut. Gut. Wann kann ich eigentlich mal angeln? Die Fische halt. 500 brauche ich. Aber wie mache ich denn Netze? Fischerhütte, nee, ist eine Jagdhütte. Fischerhütte haben wir die Fähigkeit noch nicht dazu. Landwirtschaft. Schon haben wir. Hühnerstall können wir nicht bauen. Ein Schmiedehof und eine Taverne. Schon mal. Darf ich nicht. Das ist nicht
eigenes hören? Sprich mit allen. Wer will eigentlich Bogenschießen machen? Aber jetzt brauche ich abends nicht mehr einfach einen Bogen zu schießen. So, dann mach ich jetzt schlafen. Geh mal schlafen. Ich wünsche euch eine gute Nacht.